die Menschen lieben natürlich immer noch Drei Damen vom Grill. Es ist so. Ja, ja. Warum ist das so? Ja, ich glaube, das ist nicht nur so, weil das 16 Jahre lang lief. Das ist ja ein Dauerbrenner, der auch jetzt immer noch wiederholt wird. Ich glaube, das war eine Serie, die alle Schichten der Bevölkerung angefasst hat, weil es einfache Leute waren, die ihr Schicksal in die Hand genommen haben und selber versucht haben, das zu regeln. Die haben nicht auf ein großes Glück oder auf einen großen Preis oder auf einen Onkel aus Amerika gewartet, sondern die haben die Ärmel hochgekrempelt und haben gesagt, so, passt wunderbar in unsere heutige Zeit und sollte man als Vorbild nehmen, diese Damen. Denn die waren ja auch fortschrittlich, die waren emanzipiert. Das waren Frauen, die gesagt haben, wir müssen nicht unbedingt geheiratet werden. Wir entscheiden, ob wir heiraten wollen. Wir suchen uns die Männer. Wir wollen nicht angestellt sein. Wir wollen selbstständig sein. Wir wollen nicht dem Chef untertan sein. Also es war eigentlich, wenn man so will, damals schon eine sehr fortschrittliche Serie und auch ein bisschen feministisch. Ja. Ja. Gehen Sie denn gerne immer noch zum Grill? Und wann haben Sie Ihre... Vorgestern habe ich die letzte Currywurst gegessen. Bei uns an der Spinnerbrücke. Ich wohne in Nikolassee an der Spinnerbrücke. Das ist ein sehr schönes Lokal. Und da gibt es eine sehr gute Currywurst. Da habe ich mir eine geholt vorgestern. Sehr schön. Ja. Frau Grotum, Sie sehen fantastisch aus. Was tun Sie für sich, um so fit zu sein? Ich habe einen guten Maskenbildner. Ja, aber das hilft schon ein bisschen. Ja. Nein, ich lebe relativ gesund. Ich habe immer noch Freude an meinem Beruf. Und ich glaube, der Beruf ist ein Jungbrunnen. Dieses Theater, das ist einfach eine Art Droge. Ich sage immer, wenn das Theater nicht wäre oder was auch immer man macht, Hörspiel, Film, Synchron, alles. Ich bin ja in allen Gebieten noch tätig. Und ich glaube, solange man daran Freude hat, hat man auch Freude am Leben und sieht auch danach aus. Wenn man keine Freude mehr hat am Beruf, also für mich ist der Beruf eine absolute... Ich könnte mir ohne Beruf das gar nicht vorstellen. Wird kommen eines Tages, wenn der Kopf nicht mehr mitmacht oder irgendwas anderes versagt oder überhaupt, wenn man abdankt, dann ist man eben weg. Aber solange es geht und solange man einigermaßen fit ist, ist der Beruf, glaube ich, der Junghalter. Ja, ganz toll. Vielen Dank. Bitte schön. Einen schönen Abend. Dankeschön. Danke.